Auf den Höhenlagen des Vorderhunsrück ist es Winter geworden. Überall in den Dörfern, wie in Haselbach bei Kastelaun, begann man nun mit dem Verspinnen der Flachsernte. In den Wochen zwischen dem ersten Advent und Maria Lichtmess trafen sich die Frauen und Mädchen abwechselnd bei verschiedenen Familien zu den Abenden in der Spinnstube. Zu den Maien, wie die alten Spinngemeinschaften auf dem Hunsrück bezeichnet wurden, brachte man den eigenen Flachs und das eigene Spinnrad mit. Nun, seid ihr schon alle dran? Na, Mina, da komm ich mal wieder bei dir. Ja, komm mal bei mir. Verzieh mal. Ist doch ganz schön warm, Lambo. Ja. Ach, was du daheim mal leben hast, verzieh mal. Ja, was kann ich wieder leben? Was ist das eigentlich? Ich weiß, was die Seiten, die Gelder sind. Ja. Ich hab Spaß mit dich. Da ist nicht dieser Leben. Kenn ich dich von dem, hä? Bei den Arbeiten in der Spinnstube stellten die Frauen aus den veredelten Flachsfasern, die durch Brechen, Schwingen und Hecheln gewonnen worden waren, webfähige Garnfäden her. Das gesponnene Garn wurde in den folgenden Monaten bei der Hausweberei zu Leinentuch weiterverarbeitet. Ich habe ja auch viel zu schnieren, viel Leinentücher und lauter so. Hallo, so lange war ich ja doch noch nicht. Dann möchten die anderen dann kommen, hä? Was möchten die anderen Schwache dann, die nicht dabei kommen? Ich bin ja gerne dabei. Guten Abend. Guten Abend. Ach, was hat er ja schon geschrieben, mein Bein an der Lauf? Ja, mein Bein. Du bist aber spät dran, du. Da ist er, du. Ja, wer fehlt da noch? Der Us, der fehlt noch. Der Ohr fehlt noch. Ja, der Meier fehlt. Der Meier. Ja, ja, da hast du viel zu tun. Ja, ja. Ich komme nicht herbei. Die Zusammenkünfte in der Spinnstube spielten eine große Rolle im Gemeinschaftsleben des Dorfes. Auch die Männer finden sich im Laufe des Abends ein. Das Spinnen war eine nachbarschaftliche Gemeinschaftsarbeit, die zugleich Geselligkeit und Unterhaltung an den langen Winterabenden ermöglichte. Dabei kam der Austausch von Dorfneuigkeiten, das Geschichtenerzählen oder auch das Kartenspiel nicht zu kurz. Allerdings erscheint die vergangene Spinnstubenromantik gerne in einem allzu verklärten Licht. Erzählungen beispielsweise, die Mitte des vorigen Jahrhunderts unter dem Titel »Die Spinnstube« erschienen oder ländliche Theaterszenen der 20er und 30er Jahre, glorifizierten das Leben der Hunsrücker Bauern und ihre Spinngemeinschaften. Da warst du aufgespielt. Na? Auf da. Was soll die Finisch gerade? Da. Da? Das ist ja noch Glattholt oben drin. Das hab ich. Ja, ja, schon was sehen. Und die hat das Band gemerkt. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So. Junge, Junge. Was aber der ist, der kommt. Das ist mal schön. Das ist mal schön. So, Ralf, seid ihr auf die Stube? Die Einrichtung des Hauses stammt aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen. Sie besteht aus Mobiliar und Wandschmuck, wie sie damals zu jeder Stube eines Hunsrückhauses gehörten. An den Wänden befinden sich Bücherregal, Schutzengel- und Heiligenbilder, Familien- und Soldatenfotos sowie die Wanduhr. Das kann nicht klappen. Ja. Das ist der Mann. Der ist der Mann. Schön alter Finger wie mir. Die Spinnräder aus der Zeit um 1905 sind sogenannte Bockspinnräder, bei denen die Spindel mit Spule und Flügel direkt über dem Schwungrad sitzt. Das Trittbrett oder sogenannte Leiermännchen setzt das Rad, mit dem es durch eine Kurbelstange verbunden ist, in gleichmäßige Bewegung. Das Schwungrad treibt über Schnüre und Scheiben den Spindelmechanismus an, der die gesponnenen Fäden auf die Spule aufwickelt.
Warum? Weil ich auch nicht. Heilige. Kinder und Enkelkinder haben sich hier eingefunden, um sich mit Spielen die Zeit zu vertreiben. Wenn sich früher die jungen Burschen und Mädchen an den Spinnabenden beteiligten, lernten sie von den Älteren die Handhabung der Spinngeräte. Darüber hinaus brachten die Maien auch die Gelegenheit, Bekanntschaften zu knüpfen. Das Beisammensein an den langen Winterabenden bot deshalb den Polizeibehörden vielfach Anlass, die Spinnstuben aus Gründen der öffentlichen Sittlichkeit zu verbieten. Wie in vielen Hunsrückstuben hat der viereckige Ofen einen Aufbau mit einem Gittertürchen, der zum Warmhalten von Speisen, zum Beispiel von Bratäpfeln, dient. So, dann gucken wir den Abend, versuch's mal. Das bist du doch nicht verführt. Nein, nein, ich verführe dich nicht. Das heißt, gell? Ja, ja, ja. Hm. Ich hab's kennen aus der Lodge. Weißt du, wie der Adam im Paradies der Apfel geht? Ich weiß, das ist mir gar nicht so einerlei. Ich kann nicht dran, nur essen mal. Die anspruchsvollste Arbeit war das Verspinnen von Kernflachs. Der Kehr, die hochwertigste Stufe des Flachses, wird feinfädig versponnen. Dazu wird der Zopf, zu dem man das gehäkelte Faserbündel geflochten hat, gelöst und auf den Rechen gelegt. Der Rechen ist anstelle des meist üblichen Rockens auf das Spinnrad aufgesetzt. Das Garn, das aus dem Kernflachs gewonnen wurde, verarbeitete man als Linnen zu Hemden, Blusen, Schürzen oder feinem Bettzeug. Auch Tischdecken, Servietten oder Handtücher fertigte man aus diesem fein gesponnenen Garn. Die Frauen verspinnen unterschiedlich veredelte Flachsfasern, nämlich Kehr, Werig und Hortschen. Besonders der Hortschen mit seinen groben Fasern eignete sich gut, die jungen Leute mit der Handhabung des Spinnrades vertraut zu machen. Beim Spinnen zieht man mit angefeuchtetem Daumen und Zeigefinger einzelne Fasern aus dem Spinnvorrat heraus und drillt sie vor. Durch die kontinuierliche Rotationsbewegung der Spindel verdrehen sich die Fasern zum festen Faden. Die Kunst besteht darin, stets gleich viele Flachsfasern der Spindel zuzuführen, damit der Garnfaden gleichmäßig stark wird. Wenn das Spinngut abreißt, kann man einzelne Fasern leicht zusammenführen und weiterspinnen. Dies geschieht auf gleiche Weise, wenn der Spinnvorrat zu Ende geht und wieder aufgefüllt wird. Wir sind aus dem Bett war nicht ausgehoben, wir konnten direkt in den Bett. Na, ja, da kriegst du auch die Mehrzahl von kriegst mir lieber, wenn du kannst aber gleich. Da hat er mehr von der Frau gemacht wie die andere. Das war ja zum Herz. Und wie war denn das mit den Geschenken hier? Da ach, noch liebe Zeit, Berge von Geschenke. Siehste, alles ausmachen. Alles ausmachen. So, wer hat das an? Beim Verspinnen von Wolle hat die Frau den Spinnvorrat auf dem Schoß liegen. Behutsam zupft sie die Fasern aus der Wollmenge heraus und drillt sie zwischen Daumen und Zeigefinger vor. Ja, und die vier. Und die vier. Weg. Mehr wie vier. Dabei verdrellen sich die Fasern zum Wollfaden, ehe sie den Spindelmechanismus erreichen und sich auf die Spule aufwickeln.
Ja. Ja. Aber eigentlich müsste der Karl sein. Ja, auf jeden Fall, seit das gedreht ist. Ich werde mal der Mann versuchen, die Plätze überreichen. Wir müssen die ganze Zeit da schaffen. Du hast ja keinen Posse trinken. Ich bin der Ringer wieder. Du musst einen Posse trinken. Ah ja, kann man ja machen. Digga, mal die Astas da auch. Werig, das sind die Wirrfasern, die sich beim Hecheln als Abfall ansammeln, wird zum Verspinnen auf das sogenannte Gävelsche aufgelegt. Von Zeit zu Zeit müssen die Achslager von Schwungrad und Trittbrett geölt werden. Zum gleichmäßigen Auftragen des Öls benutzt man eine Hahnenfeder. Das Ölfläschchen hängt stets neben einer leeren Garnspule am Arm des Spinnrades bereit. Der Schulmeister dann da, wie die Glocke bei fertig war, montags in der Schule, das sah er so, jetzt schreibt man einen Aufsatz über die Glockenweihe, die Glockenweihe. Und dann ihre Aufsatzmiese schreiben, am nächsten Tag kamen sie, Fritzi seine Aufsatzmiese vorlegen, Fritzi, was hast du? Glockenweihe, oder gelesen. Zuerst haben der Pastor und der Bürgermeister schöne Reden gehalten, dann haben sie sie aufgehängt und seitdem ist unser Dorf viel schöner. Der auf dem Gävelsche versponnene Hechelabfall lieferte groberes Garn, das man zu Leinen für Bettzeug, Hosen oder Kittel verweben konnte. Und da war ja noch so ein kleiner Bub, der hat ja so ein schönes Gedicht gesagt, das hat geheißen, die Kuh. Die Kuh hat 6 Seiten, hinten, vorne, oben, unten und das Maul hat die Kuh zu. Die Spinnabende boten reichlich Gelegenheit, allerlei Stiggelschat zu erzählen. Schwänke, Spukgeschichten oder Anekdoten über populäre Räubergestalten, wie zum Beispiel den Schinderhannes. Außer Werig wurde mit der Gabel auch der Hortschen versponnen. Aus den harten, knotigen Abfällen vom Flachsschwingen konnte man grobes Garn für Sackleinen herstellen. Ganz viel Lust am Verloren. Ganze Menge. Können wir mal noch Salz an die Suppe tun? Die wichtigsten Teile am Spinnrad sind Spindel, Flügel und Spule. Der Flügel steckt fest auf der röhrenförmigen Spindel, durch die der gesponnene Faden der Spule zugeführt wird. Die Spule ist drehbar auf die Spindel aufgeschoben. Auf dem Rahmen des Flügels sitzen eine Reihe von Drahthäkchen, die der Fadenführung und dem Aufwickeln des Garns dienen. Um die Spule gleichmäßig zu füllen, hält die Spinnerin zu gegebener Zeit das Rad an und hängt den gesponnenen Faden in das jeweils nächste Häkchen ein. Ich kann es noch mal nicht viel, aber ich war noch nicht fertig. Dann ist man noch. Bucher, wie war denn das da mit dem Schinnerhannes eigentlich? Ach, mit dem Schinnerhannes, ja. Da, Loh und Inselbosch, da ist doch auch noch die Schinnerhannes sehen. Ich weiß. Ah ja, da ist doch das Mädchen von Inselbosch auf Kerbrich auf die Ohrmacht gekommen. Und wie dann, wo doch am Ende aus dem Wald. Eine geübte Spinnerin konnte in 1 bis 2 Stunden eine Spule füllen. Wenn man eine volle Spule gegen eine leere austauscht, wird zunächst der gesamte Spindelmechanismus abgenommen. Dann kann man die Antriebsscheiben, den Flügel und die Spule von der Spindel lösen. Vor dem Aufsetzen der Leerspule wird mit der Hahnenfeder die Spindelachse geölt. Ja, was sagen, komm, ich will dir mal etwas sagen. Gib mir mal deinen Korb her. Ich trage dir deinen Korb. Ja, und dann denkst du den Korb kennen, dann sind sie durch den Wald spazieren. Und sich all die Leute schimmern. Am hinteren Ende der Spindel werden die beiden Wirtelscheiben fest aufgesteckt. Das hat der Bursche da hier. So, aber ich hast du den Korb wieder, ich muss wieder zurückgehen. Allein. Und der Sarah, wenn du dabei heimkommst, dann siehst du einen schönen Gruß über die Mutter und der Schinnerhannes hat den Korb getragen. Die Antriebsscheiben sind durch Schnüre oder Treibriemen mit dem Schwungrad des Tretmechanismus verbunden. Ja, das ist gleich wieder heiß. Wird das Rad mit der Hand in Gang gesetzt und durch gleichmäßiges Treten der Fußwippe in Bewegung gehalten, treibt es über die Schnüre sowohl die Spindel mit dem Flügel als auch die Spule an. Auf diese Weise geschehen Spinnen und Aufwickeln des Fadens gleichzeitig und kontinuierlich. Die Lesung sagen, die beide wachsen, blühen und gedeihen.
Und wenn sie Krise sind, dann kleht er die Bude drauf rein. Herz ist nicht verkehrt. Um den Antriebsschnüren die gewünschte Spannung zu geben, kann der gesamte Spindelmechanismus durch die Schraubvorrichtung nach oben oder unten verstellt werden. Auf diese Weise lässt sich die Laufgeschwindigkeit der Spindel beschleunigen oder verlangsamen und so die Stärke des gesponnenen Garnfadens regulieren. Das wäre alles für mich gut geschmissen. Das kann ich mir die Oberseite. Ja, ja. Der hat geschnippelt vorne. Das Spiel ist nochmal da. Die Erzeugung der spinnfähigen Faser und das Verspinnen zu webfähigem Leinengarn dienten in den Flachsanbaugebieten auf dem Hunsrück hauptsächlich der Selbstversorgung. Bis vor dem Zweiten Weltkrieg hat man während der Spinnabende größere Vorräte an Leinengarn gewonnen, mit denen zum Teil die Aussteuer der heiratsfähigen Töchter bestritten wurde. Alles pflegen, bitte. 18. Ja. 20. Die Spinnräder wurden von Drechslern oder spezialisierten Spinnradmachern, gelegentlich auch von einem geschickten Stellmacher, angefertigt. Oft waren sie mit kunstvollem Zierrad versehen. Ebenso trugen die Spinnräder, unverzichtbarer Bestandteil des Heiratsgutes, meist den Namen der Braut und das Jahr der Hochzeit. Dies entsprach der Bedeutung, die dem Spinnrad als einem der wichtigsten Arbeitsgeräte der Frau zukam. Die Abende in der Spinnstube endeten gewöhnlich mit gemeinsamem Essen und Trinken, mit Gesang und Unterhaltung. Beim Essen stärkten sich die Spinnerinnen und die Männer, die sich zum geselligen Beisammensein eingefunden hatten, üblicherweise mit selbstgemachten Produkten wie Brot, Käse und Apfelwein. Bei dieser Gelegenheit konnten die Frauen sich absprechen, in welchem Haus sie zum nächsten Spinnabend zusammenkommen wollten. Die alten Spinngemeinschaften, die andernorts mit der aufgekommenen Industrialisierung und dem Untergang der ländlichen, autarken Wirtschaftsweise schon weitgehend der Vergangenheit angehörten, hielten sich auf dem Hunsrück bis zum Zweiten Weltkrieg. Zu dieser Zeit wurde noch in manchen Haushalten Flachs für den Eigenbedarf gesponnen. Nach dem Spinnen wurde das Garn zu Strängen aufgehaspelt. Diese Arbeit konnten in der Spinnstube Helfer oder die Kinder verrichten. Zu Hause übernahm oft der Mann diese Aufgabe. Zum Aufhaspeln steckt man die volle Garnspule in den kleinen Spulenhalter ein. Dann wird der Faden an einer Haspelstange befestigt und durch langsames Drehen auf das Gerät aufgewickelt. Nach einigen Umdrehungen muss man die Spule mit der Hand leicht bremsen, damit die Fadenspannung nicht nachlässt und das Garn sich gleichmäßig auf die Haspel auflegt. Meist war es üblich, die gefüllte Spule direkt vom Spinnrad aus aufzuhaspeln oder, wie hier, auf einen eigenen Spulrahmen aufzustecken. Gelegentlich setzte man die Spule auf einen Handgriff oder man machte sie an einem Draht fest, den man in der linken Hand halten konnte.
Wenn man eine größere Haltbarkeit des Gewebes erreichen wollte, wurde das gesponnene Leinengarn gedoppelt. Zum Doppeln oder Zwirnen steckt man zwei volle Garnspulen auf den Spulrahmen. Mit beiden Händen werden zwei Fäden zusammengefasst, verdreht und in den Spindelmechanismus geführt. Das Schwungrad setzt man beim Zwirnen in umgekehrter Drehrichtung in Gang. Die gleichmäßig rotierende Spindel sorgt dafür, dass die beiden vom Spulrahmen kommenden Fäden miteinander verdrellt werden. Das gezwirnte Garn wickelt sich über die Drahthäkchen des Flügels auf die Spule auf. Bisweilen war es üblich, die beiden zusammengefassten Fäden zum Beispiel durch einen Glasring zu führen, um sie vor dem Einlaufen in den Spindelmechanismus nicht zu beschädigen. Wenn die erste Spule geleert ist, steckt man die nächste auf den Spulenhalter. Die beiden Fadenenden, die von der Haspel bzw. von der Garnspule kommen, werden mit einem Weberknoten verbunden. Meist benutzte man allerdings Haspeln, die mit einer Zählvorrichtung ausgestattet waren. Diese gab an, wenn nach einer festgelegten Anzahl von Umdrehungen eine bestimmte Garnmenge aufgewickelt war. Am häufigsten verwendete man Haspeln mit einer besonderen Knackvorrichtung als Zählwerk. Außerdem gab es Uhr- und Klopferhaspeln. Die Haspeln waren oft verziert, wozu der Drechsler viel handwerkliche Kunstfertigkeit aufwendete. In ärmeren Bauernfamilien gab es auch einfache Haspeln, die aus unbearbeiteten, glattrunden Holzstäben zusammengesetzt waren. Der Faden wird von einem auf das nächste Drahthäkchen des Flügels umgesetzt, um die Zwirnspule gleichmäßig zu füllen. Beim Zwirnen werden zwei Fäden durch die rotierende Spindel miteinander verdreht. Der gedoppelte Faden läuft durch die Spindelöffnung ein und aus dem seitlichen Fadenaustritt heraus. Dann gelangt er auf Flügel und Spule. Leinengarn hat man nur gezwirnt, wenn es für besondere Zwecke erforderlich war. Solches stärkere Garn wurde beispielsweise zum Ausbessern von Säcken benötigt. Wolle hingegen, die man als Strickgarn verwendete, wurde stets auf diese Weise gedoppelt oder drilliert, das heißt verdreifacht. Ein Strang besteht hier aus dem Garnvorrat zweier Spulen. Wo Haspeln mit Zählvorrichtungen verwendet wurden, ergaben die durch das Zählwerk bestimmten Garnmengen von 5, 10 oder auch 20 sogenannten Binden einen Strang oder ein Stück. Damit der Strang beim Abstreifen von der Haspel nicht auseinanderfallen kann, wird er mit Fäden abgebunden.
Um das aufgehaspelte Garn abnehmen zu können, wird das seitlich abklappbare Gelenk eines Haspelarms gekippt. Anschließend wird der Strang zusammengedreht, verknotet und zur weiteren Verarbeitung aufbewahrt. Die gemeinschaftlichen Arbeitsformen beim Flachsanbau und der Veredelung der Gespinstfasern hatten mit der Aussaat Ende Mai begonnen. Sie fanden mit dem Spinnen von webfähigem Garn während der Wintermonate ihren Abschluss.